Glück auf, Musik an und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und ja, ich kann genau bis da, bis zum Horizont sehen. Und ich meine, da hinten im Nebel, da habe ich eben irgendeine Bewegung erspäht. Aber von hier, von unserem Aussichtsturm aus, kann ich es nicht erkennen. Ich glaube, ich werde mich einfach mal auf den Weg machen. Ich habe schon wieder Schmacht, das gibt's doch gar nicht. Naja, egal. Komm, jetzt, es pressiert, sagt, glaube ich, der Österreicher. Und ich bin zwar kein Österreicher und möchte auch keiner werden, aber, ja, ich renne einfach mal los. Ich höre mal auf zu reden und renne einfach mal los. Manchmal muss man einfach so mal losrennen. Hab das schon mal gemacht? Einfach mal aus der Haustür gegangen und einfach mal der Sonne entgegen oder so, einfach mal Richtung Horizont und noch viel weiter. Das macht total Spaß. Was meint ihr, was ihr für Sachen seht auf einmal? Einfach mal über Feld, Wald und Wiesen und... Ah, seht ihr? Da hinten war doch was. Ja, das, da habe ich doch was gesehen. Da ist er ja. Was macht denn da? Hallo, Mulenia. Hallo. Ja, Mensch. Fall nicht ins Loch, da ist eine tiefe Schlucht. Ich darf natürlich auch nicht reinfallen. Das ist gar nicht schlimm. Du weißt ja gar nicht, was mir passiert ist. Nee. Ich bin hier vorbeigekommen, ich hatte voll Durst, ich kam hier aus der Wüste. Ja. Und dann habe ich hier aus dem Brunnen getrunken und ich weiß nicht, ich muss eingeschlafen sein oder so. Ich habe Kopfschmerzen. Eile mit Weile? Ach nee, hier, GDFH schon wieder. Ja, den Brunnen habe ich nicht gebaut. Wirklich nicht. Ja, da müssen wir den erstmal sperren. Nicht, dass da noch einer was trinkt. Warte mal, ich habe hier Holz dabei, das ist gut. Holz ist gut, wir sperren den erstmal. Oh. Ja, toll. Ich sperre den Brunnen erst. Oh, was mache ich denn? Erstmal. Und damit da keiner mehr raus trinkt. Ja, weil ich glaub, wenn das du ist davon am sichersten. Eingeschlafen bist, der Block will nicht zu mir kommen. Er wollte zu mir nicht kommen. Ja, Mensch, bist endlich da. Das freut mich ja. Ja, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ja, nach all den Jahren. Hast du es endlich geschafft? War schwer durch die Wüste? Och, es ging. Ich hatte halt die Taschen voller Geschenke, jetzt habe ich nichts mehr. Naja, nicht mehr viel. Ich habe nur ein paar Stöcker, ein Ei, ein Steak und ein Brot. Das ist alles, was sie mir gelassen haben. Ja, ja. Die wollen immer alles tauschen und alles Geschenke haben und sowas, ne? Ja, ja. Ja, pass auf, dann komm am besten mal mit. Ja. Nach Hundsgrab. Ist ja gleich davor. Da hättest du nur noch ein bisschen weiter latschen müssen. Dann wärst du hinter den sicheren Mauern von Hundsgrab gewesen. Na, hätte ich das gewusst. Ach, naja. Du warst ja noch nicht so oft hier. Ein paar Mal warst du schon da. Zur Angelaktion warst du da, zum Mauerbau warst du da. Das stimmt. Vorsicht, der ist gefährlich. Ja? Böser, sieht gar nicht böser. Gefährlich aus. Doch, ist er. Echt? Ja, hat ein rotes Halsband. Du auch. Alle mit roten Halsband sind gefährlich. Oh, ich hoffe, ich werde nicht eingesperrt. Ja, liebe Freunde, Mulenia ist da. Die berühmte, berühmt-berüchtigte Dantorianerin Mulenia und Radiant City Bürgermeisterin, also eine Kollegin, ne? Ja. Ja, sogar von zwei Städten, unglaublich. Komm ruhig rein. Ja, ich versuch's. Die Türen sind etwas hakelig, da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen, vielleicht. In Folge 1000, denke ich mal, kommt die andere, kommt hier ein Borgtor hin, was sich hoch und runter heben lässt. Gut. Ja, willkommen in Hundsgrab. Du kennst es ja. Ja, ich kenne schon so einiges. Ja, wir haben uns ja letztes Mal da in der Roten Lola sozusagen verabschiedet. Genau. Aber jetzt will ich dir was zeigen. Das kennst du nämlich nicht. Nein? Das kannte ich nämlich bis gestern Morgen auch nicht. Ah, okay. Mir ist nämlich ganz ähnlich ergangen. Ich bin auch mit einem dicken Schädel aufgewacht. Und, ja, der Kopf hat gehämmert ich kam mir vor, als wenn ich drei, vier Tage gepennt habe. Ja. Und dann wollte ich zurück an meine Baustelle bei der Bucknerei. Darf ich vorstellen, das ist Harry. Hallo, unser Harry. Der erste Bürger. Ah. Mhm, der erste Bürger. Also, ja, er war der erste, der einen Namen hatte. Und das ist die Freundin hier von der Roten Lola. Die hat noch keinen Namen. Willst du dir mal eben einen Namen geben? Die Freundin von der Roten Lola? Ja, die Kollegin. Zora? Zora? Okay. Die rote Zora. Kenne ich noch, als Kind habe ich das gesehen, die Serie, sehr schön. Ja. Du bist die rote Zora, hast du gehört?
Wie magst du nicht? Doch, du bist die rote Zora. Mann, die sind immer so. Ach. Du heißt nicht Edeltraut, du heißt jetzt Zora. Basta. Edeltraut heißt schon eine andere. Und guck mal, da habe ich das vorgefunden. Ui, was ist denn das? Ja, die Burgnerei. Irgendwer hat die Burgnerei weitergebaut. Oh. Und der einzige Hinweis ist dieses Schild, wo auch die gleiche Abkürzung drunter steht. GDFH, was kann das heißen? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch überhaupt keinen Plan. Und auf jeden Fall, am nächsten Morgen stand diese Butze hier. Hm. Und jetzt erzählst du mir, du bist sozusagen auch in den Schlaf vergiftet worden oder so ähnlich. Oder gesungen, keine Ahnung, hat wer gesungen? Nee, gesungen hat keiner. Ist ja auch egal, ist ja auch toll. Ne? Ich meine, hier steht jetzt so eine Riesenbutze, eine Burgnerei, ich kann dir die mal zeigen. Ja. Dann können wir gleich mal hier so ein bisschen üben. Also die ist das denn sicher? Was? Hier? Ist das hier alles sicher? Bestimmt. Ja, ich bin da sehr optimistisch. Okay. Hier fehlen noch Fackeln. So, schön hell. Es wird zwar gerade dunkel, aber kurz Bogenschießen können wir noch. Pfeile müssten da in der Kiste sein, in der rechten. Und in der mittleren müssten noch Bögen sein. Ah ja, da ist noch einer, ja. Genau. Ja, dann pass mal auf. Auf drei. Hast du Pfeil und Bogen? Alles parat? Ja, hab ich. Wer als erstes seine Lampe anschießt, ich werde verlieren. Eins, zwei, drei. Ich kann nicht schießen. Oh, ich auch nicht. Hä? Ich habe keine Pfeile, verdammt. Hast du mir welche übergelassen? Ich habe gewonnen. Boah, das gut, war... Hier, ich habe noch. Das war Wettbewerbsverzerrung. Du, ich glaube, wir müssen die erst rausziehen. Ja, ich gehe schon. Okay. Oh, ein paar Mal hast du ein bisschen tief geschossen. Ja. Okay, einmal noch los. Jetzt aber, du hast noch Pfeile, ja? Nee, jetzt habe ich keine mehr. Jetzt habe ich dir alle gegeben. Ja, pass auf, dann teilen wir die jetzt gerecht auf. Brüderlich geteilt und schwesterlich beschissen. jeder sechs, das ist gut, ne? Das ist super. Jeder sechs Schuss und wer als erstes die Lampe hat und wenn die sechs Pfeile verschossen sind, ist Feierabend. Auf die Plätze. Fertig. Und los. verdammt. Oh, das war zu hoch. Ich habe so eine zittrige Hand. Und jetzt noch die obere. Pam. Nee, die Bonus. Jetzt hab ich's auch die Bonuslampe schaffe ich nicht. Nee. Vielleicht krieg ich die hin. Nee. Jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Ja, cool. Der erste Bogenschießwettbewerb. Ja. Du hast verloren. Ja, ja, super. Ist, ja, macht ja nichts. Macht doch nichts. Au. Da klopfen Zombies, die sind aber in der Arena. Ah, okay. Ja, gut. Dann können wir das alles wieder zurücklegen und dann können wir uns oben nochmal die Etage vielleicht angucken, wenn du Lust hast. Wenn du lustig bist. Huch. Habe ich auf dich geschossen? Nee, ne? Nee, ich wollte nur alles zurücktun und habe dann in die Wand geschossen. Die Pfeile werde ich mal behalten, meine, weil sonst ergibt das ja alles keinen Sinn. Hast du eigentlich Hunger? Noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Ich habe ja auch noch ein Steak und ein Brot dabei. Gehen wir morgen ins Süppelhuhn, dann kriegst du die traditionelle Pilzsuppe. Gut, da freue ich mich drauf. Also hier oben ist die Bogenmacherei. Aha, okay. Hier mit so einer mittleren Mittelwerkbank. Da können dann alle drumherum stehen und werkeln. Natürlich hier nur ein kleiner Ofen, wo sie dann das Holz erhitzen können oder so, damit das biegsamer wird. Mhm. Eigentlich gehört hier noch so ein Bottich hin, ne? Ich habe aber kein Eisen dabei gerade. So ein Bottich, wo sie das Holz dann biegsam machen können. Ja, stimmt. Und hier die ganzen Zutaten, ne? Halt Federn für die Pfeile und Sehnen für die Bögen. Mhm. Ja, so ist das hier. Ja, das sieht echt schick aus. Ja, hat diese komische GDFH nett gebaut, ne? Wer auch immer das ist. Wer auch immer das ist. Und hier oben wird dann der neue Bereich von Hundsgrab entstehen. Ich hatte doch schon einen Namen. Appelwalzruh, glaube ich. Ah. Appelwalzruh. Und jetzt kannst du mich ja mal begleiten, dann zeige ich dir mal dein Zimmerchen. Hier im Süppelhuhn, traditionell am ersten Tag. Pennen alle immer im Süppelhuhn. Okay. Und morgen gibt es ja noch zum Frühstück Pilzsuppe. Wunderbar. So lässt zum Frühstück. Es dich leben. Ja, ne? Ich habe gerade total die lustige Musik, da hast du aber nichts von. Nee. Ja, dann hier, das ist das sozusagen das erste Nacht in Hundsgrab Gästezimmer.
Und okay. Ich penne dann immer hier. Eigentlich immer. Verdammt. Muss mir mal was anderes angewöhnen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und Weihnachtsmusik. Wie schön. Sehr schön. Ja. Okay, jetzt kannst du noch was essen und dann musst du arbeiten. Okay. Und ich muss arbeiten. Ich bin nämlich sozusagen dein Leibeigener. Hier, da, deine Zora ist gerade an dir vorbeigerannt. Die redet nicht mit mir. Nee. Nee, wahrscheinlich ist sie beleidigt. Sie hat gesagt, Zora ist ein Essname. Ah. Ich wollte mit dir einen Süppel holen, ne? Ja, ich brauche noch meine Hermann. Das ist Hermann. Hallo, Hermann. Hermann hat eine blutige Schürze, die von einer ganz, ganz schlimmen Unterleibskrankheit kommt. Ja, es ist auch stark ansteckend. Genau wie die Klapphüfte. Ah, okay. Ja. Aber bei mir geht's jetzt gerade. Oh, boah, hier ist was los. Hallo Leute, ich bin's, euer Bürgermeister. Und ich habe eine Bürgermeisterin mitgebracht. Ist sie nicht wunderschön? Ja, Harry toll, findet das auch. Haut ab. Nein. Hier haben sich ein paar Leute nach zu langer Feier im Tisch verfangen. Ist das auch schon mal passiert? Nee, ist mir eigentlich noch nie passiert. Ja, das ist diese Bierzeltgarnituren, kennst du die? Wenn man darauf zu doll rumspringt, dann bricht man ein. Und das ist denen hier auch passiert. Ja, und die sind jetzt da gefangen für alle Ewigkeit. Okay, setz dich mal hier an jenen Tisch. Da, genau der. Ja, da oder da in der Ecke, genau, wie du willst. Bei mir kann jeder machen, was er will. Und ich mache dir eine frische Pilzsuppe zum Frühstück. Sehr schön. Pilzsuppe zum Frühstück. Ich habe ganz frische Pilze da. Die roten, immer wieder gern genommen. Und die braunen, schleimigen. Ah, lecker. Ja, total. Die ganz guten. Die ganz guten. Okay, ich bereite die gleich mal zu. Die wird nicht gekocht. Die Pilze werden da übrigens, das ist geheim eigentlich, aber dir kann ich es erzählen. Die werden da roh reingefratzelt. Ah, okay. Ja, okay. Genau. Und dann ist das auch lecker. Pass auf. Hast du denn überhaupt schon Hunger? Ja, ein bisschen. Okay. Ist aber eine ganz schöne Portion, ne? Also, Das werde ich schon schaffen. Ich habe noch gar keinen Kinderteller. Okay, dann schmeiß ich jetzt mal die Pilzsuppe rüber. Mal sehen, ob ich es diesmal hinkriege. Und heppa, zack. Ach, genau vor den Mund geworfen. Vielen Dank. Oh, die ist wirklich gut. Na, ja. Lecker, ne? Teller einfach hier auf den Boden kacheln. Mach die Putze weg. Oh, okay. Ich nicht. Ich mach das nicht weg. Putze. Okay, genug gekaspert. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens hier in Hunsgrab, liebe Freunde. Molenia richtet ein. Ja, ich versuch's. Ich zeig dir mal deine Arbeitsstelle. Wir gehen mal hier lang. Hier so. Ach, das ist Jupp. Der Baumeister von der Kathedrale übrigens. Der hat aber Karneval. Sagt er immer. Okay. Er kommt aus Köln. Dem weit entfernten Köln. Und da haben sie es nicht so mit der Arbeit, weißt du? Ah, okay, ja, das wusste ich noch gar nicht. Die machen immer nur hier Polonaise und sowas. Ja, das weiß ich wohl. Ja, und Bütten reden. Naja. Kommt die Bütt eigentlich aus Köln? Ich weiß gar nicht. Es gibt ja da so die komischsten Sachen. Aber egal. Das hier ist dein Arbeitsbereich, dein Tanzbereich sozusagen. Okay. Hier ist noch nichts groß eingerichtet und das Einzige ist hier diese Bank. Das ist wie in diesen Dekohäusern, ne? Da steht dann eine Bank, um zu zeigen, so könnte das aussehen. Und du kannst diese Etage hier und die da drüber jetzt völlig frei einrichten und ich bin sozusagen dein Tagelöhner und muss dir die Einrichtungsgegenstände vorbeibringen. Hier sind noch nicht mal Türen drin. Okay. Aber ein Bett steht da. Okay. Ja, wo willst du anfangen? Ist eine Hafenvilla, ne? Ist eine Hafenvilla, genau. Hier kann man ja auch schön zum Hafen gucken und auf den Strand. Also es soll schon eine Wohnung werden, ja? Also ja. Ein Wohnbereich. Genau, es ist ein Wohnhaus für, Okay. Ja. Dann brauche ich... Du kannst auch gerne Wände reinziehen oder so, ne? Lass da deiner Fantasie völlig freien Lauf. Du brauchst Werkzeug wahrscheinlich, ne? Ja, das auf jeden Fall.
Ja, bring ich dir. Ja. Pass auf, und ich gebe dir erstmal meine Axt. Das ist eine normale Axt und eine normale Spitzhacke. Hast du? Ja. Gut. Brauchst du noch irgendwas? Ja, Holz. Holz, okay. Eisen. Hier hast du schon mal normales Holz. Also okay. Das ist Truppenholz, genau. Ja, das ist okay. Eisen. Das reicht. Okay, Eisen, da stellst du mich jetzt vor die erste Herausforderung, das muss ich holen. Und was ich ganz dringend brauche, ne, ist Cobblestone. Da habe ich total Glück gehabt. Der gute Svente, der lebt da hinten hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, am Blocksberg, ne? Der hat mir ganz viel Cobblestone vorbeigebracht und mir in den Briefkasten geschmissen. Das ist aber nett. Ja. Und ja, dann kannst du erst noch mal mitkommen, wenn du willst. Ja, ich komm mal mit. Da kannst du dich auch ausrüsten. Du kannst auch selber Sachen holen, klar, kein Problem. Da hinten, okay. Weißt du ja, hier geradeaus ist die, ist alles aus Holz bei Hein, dem Holzfäller. Ja, da ist auch noch ein bisschen Holz hier beim Bootsbauer Bolle. Der ist immer noch nicht da. Dabei wollte er zu Pfingsten kommen. Ah. Und, ja, das ist aber schon lange her, jetzt Pfingsten. Pfingst ist schon ein bisschen her, ne? Ja. Ja, vielleicht ist er auch von dieser GDFH irgendwie entführt worden oder so. Ja, das kann schon sein. Ja. Aber die sind, wer ja, weiß. Okay. Hier sind Steine. Sandstein, normaler Stein. Hier drin in der Mitte ist Cobblestone. Okay. Da wird dir das Herz aufgehen. Er hat richtig viel mitgebracht davon. Also ich glaube, ich nehme ein bisschen glatten Sandstein mit. Mhm. Hier sind Lehmziegeln. Sieht ganz nett aus. Blumentöpfe brauchst du ja bestimmt, ne? Ja, die brauche ich auf jeden Fall. Boah, ich habe voll den Hunger. Ich esse erstmal was. Hast du... Nee, du hast ja gerade erst gegessen. Ich habe gegessen, ja. Ja. Ich nehme einfach mal ein paar Ziegeln mit erstmal. Für alle, die Molenia ja nicht kennen, die macht 2 oder 3 oder 5 ganz tolle Let's Plays. Eins davon ist Radiant City. Da ist die Bürgermeisterin einer modernen Stadt und baut da ganz tolle Sachen, ganz moderne Gebäude und richtet die auch richtig schön ein. Und das ist schon richtig groß geworden, Radiant City. Da bist du ja jetzt auch schon fast ein Jahr dabei, ne? Ja, sind jetzt in ein paar Wochen. Ist gar nicht mehr lange, ist das genau ein Jahr. Ja, total cool. Ja, Hattest ja, als wir uns kennengelernt haben, das ist jetzt schon über ein Jahr her, oder knapp über ein Jahr, da hattest du noch so ein anderes Projekt, da hast du dich noch so ein bisschen orientiert und wusstest noch nicht so richtig, was du machen sollst. Genau. Und dann hast du mit Radiant City angefangen im Grunde. Ja. Ja, das war dann so das erste richtige Let's Play. Genau. Ja, davor, da hattest du mehr so Let's Show, ne? Da hattest du auch eine Fantasy-Welt, weiß ich noch. Mhm, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und Molenias Welt. Molenias Welt, ja, genau. Da hattest du auch so eine kleine Kapelle oder Kirche gebaut. Aha. Und da habe ich mich damals so ein bisschen inspirieren lassen bei der Kapelle auf dem Friedhof. Bei der Spawn-Kapelle. Stimmt, ja. Habe ich so ein bisschen abgeguckt. Ja, man guckt ja immer mal hier und da. Natürlich, ne? Klar, muss man ja. Ich muss mir da nochmal ein paar so. So, ich glaube, von hier habe ich alles. Okay. Dann können wir nochmal bei, wie schon gesagt, bei Hein vorbeigehen. Der hat noch ganz viel Holz. Oder du fängst schon an. Kannst du dir aussuchen. Nee, ich komme noch mit Holz holen. Ja, du kaufst lieber selber einen, ne? Ja, klar, natürlich. Ich muss ja gucken, was es so gibt. Ist ja wie ein riesengroßes IKEA-Geschäft hier, ne? Hier ist so die Ausstellung, wo man erst durchgeht. Oh, habe ich jetzt IKEA gesagt? Darf man das überhaupt sagen? Hier gibt's Blumen, ne? Ja, das ist Floras Blumengeschäft. Ganz, ganz was altes, traditionelles Hohnsgrabergeschäft. Dann nehme ich doch davon mal ein paar mit. Mhm. Ja, ja. Doch. Und da nehme ich mal ein paar mit. Und da nehme ich mal ein paar mit. Ja, packst hier immer wieder rein. So. Ein paar immer nur, ja, okay. Immer nur ein paar. Bist bescheiden, ne? Ja, erstmal schon. Hier, wenn du noch Eisen brauchst, ich glaube, hier dürfen wir noch Eisen haben. Ja, da sind noch ein paar. Und da siehst du gleich, ich muss bald mal wieder los. Gut, also die nehme ich jetzt mal alle mit. Ja, ja. Ja, kein Problem. Jetzt gehen wir noch in der Holzabteilung vorbei. Okay. Und schon haben wir alles erkundet. Boah, ist gerade voll die laute Musik. Voll episch. Episch ist immer gut. Episches Einkaufen. So, und hier gibt's Holz. Ja. Ist ja nur Tropenholz. Was? Du hast hier nur Tropenholz. Ja,
Das ist Rohholz und das verarbeitete, schon verarbeitete Holz ist hier. Wenn du noch anderes brauchst, würde ich dir das besorgen gerne. Okay. Damit ich auch eine Aufgabe habe. Ja. Oh, Glas. Waren da die Fenster schon drinne? Ich glaube teilweise ja. Ich nehme vorsichtshalber mal ein paar Glasscheiben mit. Immer besser. Und eine Werkbank nehme ich mir mit. Und das ganze andere Kram verteilt sich auf 100 Kisten hier überall in Hundskram. Gut, ich denke dann, Wolle bräuchte ich noch für Betten. Ja, Betten, gutes Stichwort, es wird gerade dunkel. Mhm. Was ist denn da auf dem Dach, ein Schwein? Ja, das ist ein Dachschwein. Ah, okay. Ja. Das sind aber selten. Das dichtet Löcher, die im Dach entstehen, mit seinem Kot ab. Ah. Es ist gedressiert sozusagen. Ach, ich glaube, so eins brauche ich auch mal. Und weißt du, was wir jetzt machen? Du hast geschrieben, du willst unbedingt am Strand pennen. Ja, unbedingt. Ja, dann machen wir das doch. Dann schlafen wir am Strand, bei den Party People am Strand. Sehr schön. Juhu. Ja, such dir eine Liege aus. Das ist ja cool. Ah, Sonnenuntergang am Strand, richtig Romantik. Ja, gut. Ich hau mich mal hin. Hier. Ja, schön weit getrennt, ne? Nicht, dass es Ärger gibt.